Heute machen wir Marinade für Rips. Dazu benötigen wir Rips, Ananassaft, Senf, Honig, Öl, Chilisauce und Salz. Als erstes geben wir den Ananassaft in die Schüssel. Geben das Salz hinein. Senf. Ungefähr 2 Tropfen Chili. Honig und Öl. Ungefähr 50 Milliliter. Das verrühren wir dann einmal mit dem Schneebesen. Wenn das Ganze schön verrührt ist, geben wir es zur Seite und holen uns eine Glasplatte. Dann geben wir die Rips in die Glasplatte. Und gießen die Marinade von oben hinauf. Jetzt geben wir Folie über das Fleisch. Und legen es eine Stunde in den Kühlschrank. Wenn das Fleisch eine Stunde im Kühlschrank war, haben wir es einmal herausgeholt. Nehmen uns die Folie ab und geben das Fleisch auf das Blech. Das Ganze kommt dann bei 220 Grad ungefähr 40 Minuten in den Backofen. Zwischendurch dreht es einmal um. Wenn wir das Fleisch aus dem Backofen genommen haben, müsste das so aussehen. Jetzt wünsche ich euch einen guten Appetit. Wenn euch das Video gefallen hat, drückt auf Gefällt mir und abonniert euch auf unserem Kanal. Bis zum nächsten Mal.